zu eilig, Kumpel. Ist das da dein Name auf der Jacke, hä? Kay Hansen? Ich glaube, der braucht eine kleine Abkühlung. Er braucht ein Bad, der stinkt nach Kuhmist. Gar keine üble Idee. Was hältst du davon, du Mistkerl? Du verdammter Penner, du! Wollen Sie vielleicht irgendwas trinken? Man schlägt vor, dass man äußerst vorsichtig mit ihm umgehen soll. Rackers. Sie sagen, dass Sie gefährlich sind. Sind Sie das? Linda Blair. Seit dem Exorzisten ist sie ein Superstar. Und Dirk Benedict, der als Rackers in den USA berühmt wurde. Er war in Vietnam. Dort hat er kämpfen gelernt. Hast du das gesehen? Ich verlange, dass du rauskommst und mir deine Version von der Geschichte erzählst. Das wäre sehr viel einfacher für uns beide. Man hat ihm beigebracht, mit bloßen Händen zu töten, wenn es sein muss, in 6 Sekunden. Er hat es nicht verlernt. Rackers. Ich will meinen Plan morgen früh in die Tat umsetzen. Seid ihr dabei? Okay, ich mach mit. Geht in Ordnung. Jetzt schnapp ich ihn mir. Ich brauche nur eine einzige Kugel. Rackers ist überall. Und überall kämpft er, wie in alten Tagen. Er war in der psychiatrischen Abteilung im Armeehospital in Mobile. Sieht so aus, als hätte er eine Menge durchgemacht in Vietnam. Das hat er. Und der Kampf geht weiter. Rackers. Nach dem großen Erfolg in den USA, endlich bei uns im Kino. Mit Linda Blair und Dirk Benedict.